Sie haben dem Musikpreis-Echo einen Totalschaden zugefügt, dass Farid Bang und Kollega trotz antisemitischer Texte ausgezeichnet wurden, führte zu heftiger Kritik. Jetzt will die Musikindustrie einen Neuanfang. Den Echo wird es nicht mehr geben. Man wolle keinesfalls, dass dieser Musikpreis als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen wird, so der Verband. Die beiden Rapper hatten Textzeilen verwendet wie »Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen«. Kritik daran wiesen beide zurück. Auf jeden Fall, wir machen eine fette Party heute. Echo wird auf jeden Fall eine positive Veranstaltung. Wir lassen uns mal alle nicht runterziehen vor der ganzen Hetze und haben heute einmal mal ein bisschen Spaß. Noch auf der Bühne kritisierte Rocksänger Campino die Preisvergabe. Später gaben Stars wie Marius Müller-Westernhagen ihre Preise zurück. Der in Berlin erfolgreiche jüdische Rapper Ben Salomo steigt sogar komplett aus dem Geschäft aus. Der deutsche Rap sei durchzogen von Antisemitismus. Die Echo-Abschaffung sei Augenwischerei. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Neuer Name, neues Konzept. Vielleicht wird das dann irgendwann vergessen, was da in der Vergangenheit mal passiert ist. Hoffentlich nicht, denn das Problem liegt tatsächlich tiefer. Millionenfach werden die Titel dieser Typen von Jugendlichen runtergeladen und gekauft.